So, und es geht weiter mit Profi-MMA. Mario Majo vom Jersey Tempo aus der Slowakei mit seinem Pro-MMA-Debüt. Trifft heute hier auf Daniel Schrodje. Und nun rufe ich seinen Gegner in die rote Ecke. Hier ist er schon, Daniel Bad Moon Schrodje. Schrodje von den Edel Brothers mit einer derzeitigen Profibilanz von 2 Siegen und keiner Niederlage. And now, introducing first, fighting out of the blue corner. He's a professional mixed martial artist at his debut. He stands 1.7 meters tall, weighed in at 70.3 kilograms. Fighting for Bösi Kempo MMA Slovakia, Mario Majo! And his opponent in the red corner is a professional mixed martial artist with a record of 2 wins, 0 losses. He stands 1.85 meters tall, weighed in at 70.3 kilograms. Fighting for Edel Bros Gym Austria, Daniel Bad Moon Schrodje! And our referee in charge, Bogdan Grad. We have professional MMA rules, you know the rules. Always listen to my comments. When I say stop, you stop. Touch gloves if you want, and go back to your corner. Wir starten mit der ersten Runde. Beginn der ersten Runde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Majo hier am Anfang gleich mit ein paar guten Kickversuchen. Aber Schrodje seinerseits gut die Distanz abschätzen. Schätzt gut die Distanz ab. Versucht hier abzuwarten. Seinen Gegner etwas zu lesen jetzt. Majo aggressiv im Vorwärtsgang. Aber Schrodje
kann das gut verteidigen. Jetzt hier im Clinch am Cage beide. Jetzt wieder befreit. Jetzt hier schöne rechte Gerade von Schorde. Schönes Knie zum Körper auch gleich danach. Und Meyer gleich mit zwei schönen Linken ist. Und jetzt wieder. Wird's ausgerutscht. Entweder ausgerutscht oder durch einen Schlag zu Boden gegangen. Das habe ich jetzt nicht genau gesehen. Und dann ist der Kampf auch schon beendet. Vielleicht können wir das noch einmal in einer Wiederholung sehen. Ist jetzt relativ schnell gegangen. Noch nach vorne gegangen und weggekippt nach einem Jab. Versuch noch einmal. Ah, dürfte wohl weggerutscht sein und auf den Kopf gefallen. And now the official decision. We have a winner via TKO in the very first round for the red corner, Daniel Bad Moon Schorde! Seinen dritten Kampf in Folge gewonnen, Daniel Schorde. Nach wie vor unbesiegt in seiner Profilaufbahn. Meyer dürfte sich auch am Bein verletzt haben. Er humpelt jetzt nochmal schön in der Zeitlupe. Ja. Er ist auch umgeknickt mit dem Fuß.